Was willst du wissen? Hallo Flo, kannst du mir etwas erzählen über Open Artist? Naja, habe ich schon oft gemacht heute. Aber ich tut mir leid. Mal, ne? Das ist für die Menschheit jetzt auf YouTube. Die YouTube. Ja, wenn man kreativ am Computer sein will, dann verwende Open Artist. Das ist so irgendwie die kurze Message. Die lange ist halt, dass wenn man wenn man sich keine Arbeit antun will oder einfach mal viele Programme ausprobieren will, weil eben es sehr viele Programme gibt, die interessant sind, dann kann man es einfach mal runterladen und ausprobieren, weil es einfach sehr viele Software schon einfach drinnen hat. Das ist lauter Software, die du die du gut findest und auch selber benutzen würdest. Teils. Manche Sachen kann ich nicht benutzen, weil ich habe zum Beispiel auch Tools dabei für Creative Coding, also kreatives Programmieren. Da bin ich halt nicht jetzt der Vollspezialist zurzeit. Okay. Natürlich. Also man entwickelt dann über die Zeit dann schon ein Gespür, welche Sachen wirklich was Besonderes sind, und die sind natürlich auch dann drinnen. Ne? Und sonst kann man im Prinzip alles sich mal anschauen von dem, was drinnen ist, von 2D-Applikationen über 3D-Applikationen bis hin zu Audio, Video, VJing. Da gibt es auch eine eigene Kategorie, die nennt sich Hardware Interfacing. Ja. Die ist halt dann auch wieder eher was für Leute, die dann ein Arduino-Teil zum Beispiel programmieren wollen, okay, die einen Touch-Table bauen wollen. Also solche Sachen, da sind auch mit drinnen halt. Ja. Und das Ganze ist Ubuntu basiert, also das ist eigentlich eine spezielle Ubuntu-Version, die du machst und verteilst? Ja, es ist basiert auf Ubuntu und es ist ein bisschen verändert. Also ich habe mein eigenes Menü basteln müssen, weil die Anwendungen einfach viel zu viel geworden sind und das normale Menü, so wie man es gewohnt ist, einfach aus den Nähten geplatzt ist. Also habe ich dann eigene Kategorien gemacht. Und kannst du die herzeigen vielleicht? Ja, natürlich. Achso, ja, das sieht man schlecht. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Warte mal. Das Einzige, was interessant ist, ist, dass es eben zu vielen verschiedenen Kategorien ziemlich viele Unterkategorien gibt. Und dass man dann, wenn man auf ein Programm drauf hat, auch eine Information kriegt, was das Ding jetzt tut. Und das ist die Manpage, oder wo hast du diese Information her? Naja, teilweise selber geschrieben, teilweise von der Homepage kopiert, teilweise aus der Manpage. Also ich kann mit der Maus über einen Menüpunkt fahren und kriege eine Idee, was das eigentlich tut. Und genau, das sonst würde es ja einen erschlagen, wenn so viele Menüpunkte hier sind. Okay. Und man müsste halt dann ganz genau wissen, was ist. Aber das, wenn jetzt zum Beispiel wir ein Fotomanagementprogramm wie Digicam anschauen und da steht dann nur drin, ja, du kannst damit Fotos verwalten, dann kann man sich, weil weiß man zwar, was es tut, aber man kann sich nicht wirklich vorstellen, wie umfangreich das Paket ist. Und mit der Info kann man sich eigentlich recht bequem durch das Dateisystem, durch das Menüsystem handeln und hat halt dann gleich einmal Gewissheit, was man jetzt ausprobieren möchte. Halt, ne? Und wie bist du auf die Idee gekommen, oder was war deine Motivation, das zu tun, und was ist die Zielgruppe eigentlich? Also für wen ist es gedacht? Es gab es eigentlich nicht. Ich habe mich geärgert, dass es so viel coole Software gibt, aber keiner ist irgendwie auf eine Distro packt. Auf eine Distro packt, und dass es irgendwie einen Fokuspunkt gibt, wo man dann auch wirklich alles Sachen in einem Platz hat. Halt, ne? Und also du musst die immer selber installieren oder die eigene Repositories installieren sozusagen, wenn du an coole Software herankommen willst. Das ist das eine, aber es gibt auch viele coole Software, die ist in gar keinem Repository. Das heißt, die musst vom Source selber kompilieren oder sonst das irgendwo herholen. Oder man muss sie via Skript halt reinhängen, ne? Weil es gibt ja auch Sachen, die kriegt man gar nicht vom Source. Okay. Zum Beispiel gibt es für 3D das Animationspaket Houdini. Das kostet, wenn man es sich kauft, $8,000 in der teuersten Version, aber sie machen eben auch eine, die ist gratis. Aber hat natürlich ein Wasserzeichen dann und so weiter. Aber warum nicht das dann zumindest via Skript reinhängen, damit man das auch benutzen kann. Und bei Open Artist kann ich das per Knopfdruck installieren sozusagen, genau, oder ist schon drinnen?
Ja, also drinnen ist es nicht. Das aber irgendwie nicht ich kann so den gut, Menüpunkt aufrufen und es erholt genau, sich selber ja. vom Netz. Das ist auch die Grundidee und einfach auch aus Platzgründen sind auch manche Programme nicht direkt installiert. Die haben aber trotzdem einen Menüpunkt und wenn man draufklickt, dann wird es installiert, wird's also On-Demand-Installation. Genau, ja. Ja, das, die jetzige Version, die ist ein bisschen älter, unter Anführungszeichen von der Softwarebasis. Aber ich bastel jetzt hier gerade an einer neuen Version, die ist... Basiert auf Ubuntu 12.4 dann? Genau, ja. Okay. Und kannst du sagen, die offizielle URL, wo ich die downloaden kann, ist das dann openartist.org oder... Ja, das man muss jetzt zurzeit noch HQ dranhängen, aber ich habe mir jetzt schon die andere Domain auch gesichert. Okay, aber wenn ich nach Open Artist google, dann sollte ist ich es finden. Der erste Treffer. Okay. Ja. Jo. Kannst du erzählen, was war bisher das schönste Erlebnis, seit du an Open Artist arbeitest? Ja. Kein schönes ganz Erlebnis. Nett, na doch. Also ganz nett sind dann mal auf jeden Fall die netten Kommentare in meinem Forum. Und ja, es gibt auch schon ein paar Leute, die mir etwas gespendet haben. Echt? Mhm. Also obwohl du keinen Flutter-Button jetzt hast? Oder? Na, Flutter habe ich nicht. Ich habe einen PayPal. Also wir haben über PayPal gespendet? Genau. Ja. Okay, ja, super. Ja, das ist... Freut man sich dann. Ja, sicher, ne? Die harte Arbeit. Ich meine, du und, machst das ja nicht kommerziell, du studierst nebenher oder hast einen Beruf. Genau, ja. Und ja, wie gesagt, das ist mal auf jeden Fall ganz nett gewesen und sonst halt auch so Tage wie hier auf dem Linux-Treffen Messe, ja. Oder vor 2 Jahren war ich auch in Linux-Wochen Linz, das okay. war auch sehr interessant halt, da habe ich auch einen Vortrag gemacht und so. Und hast du schon Mitstreiter gefunden, die dir jetzt helfen, das weiterzuentwickeln, oder bist du noch im Wesentlichen Nein, alleine? Nein, bis jetzt nicht. Also wahrscheinlich bin ich da auch ein bisschen selber schuld, weil ich jetzt nicht so offensiv Werbung gemacht okay. habe. Aber worüber würdest du dich freuen? Über Grafiker, die dir irgendwelche Icons basteln, oder über Programmierer, die dir helfen, dein System weiterzumachen oder was? Naja, oder sehr wichtig sind natürlich Bug-Reports. Okay, ja. Ne? Also einfach Tester mal, die sagen, was nicht funktioniert. Genau, das ist einmal das Hauptdringlichste. Und sonst, wenn jemand voll in der Begeisterungswelle drinnen ist und helfen möchte, dann müssen wir uns mal zusammenreden. Es ist auf jeden Fall mehr als genug zu tun, aber es ist nicht so, dass es jetzt immer nur ein Ding ist, was zu tun ist. Okay. Ein Icon-Design ist eine Sache und was anderes wieder zu machen, also ja, wie gesagt, da muss man dann schon ein sagen, bisschen, was man genau tun will. Naja, man muss schon ein bisschen interdisziplinärer sein. Okay. Halt. Das wäre halt schön. Aber natürlich freue ich mich über jeden, der irgendwas beitragen möchte. Ne? Aber bis jetzt bist du noch ganz allein sozusagen? Ja, bis jetzt. Und verstehe ich das richtig? Hast du kommerzielle Absichten hinter dem Projekt oder ist das einfach ein, wie soll ich sagen, ein Hobbyprojekt von dir? Oder hast du mal vor, die Marke Open Artist dann teuer zu verkaufen? Es wäre halt schön, wenn ich so eine Userbase zusammenbekomme, dass ich A, ein bisschen Kohle damit verdienen Also genug könnte. Spenden, weil einfach genug benutzt das, wird. Das wäre natürlich klasse. Ja. Ne? Beziehungsweise ich möchte dann auch Schulungen halt anbieten mit der Software, die oben ist. Und also, dass du deine eigene Distro machst und den Umgang damit dann schulst, dann für die Schulungen Geld bekommst. Beziehungsweise mit den Programmen, die halt oben sind, über die mit den Programmen halt eine Schulung machen. Okay, ja. Also, so irgendwas in die Richtung. Ja, einfach mal ausprobieren, es ist eine nette Geschichte. Ich glaube, sowas gibt es an sich jetzt so nicht nochmal. Und wenn ich es richtig verstehe, ist die Distro zielt jetzt im Wesentlichen auf Kreative, die spezielle Sachen machen wollen. Also sowohl Grafik als auch Videoschnitt, als auch ein bisschen Programmierung. Also die mehr wollen als das, was in der normalen Ubuntu-Version oder in einer anderen jetzt drauf ist. Zusammen mal sehen wollen, was es gibt und was schon fix und fertig eigentlich. Ich sehe es einfach mal als Werkzeug, wo man dann die ganze Palette von dem, was unter Linux einfach möglich ist, einmal auf einen Blick erfassen kann. Ne? Okay. Super, danke Flo. Bitte.